Der Hauptpunkt daran ist eigentlich jetzt nicht so die Reichweite, sondern dass man in verschiedene Dimensionen schicken kann. Eine Frage, und zwar, ihr habt ja gesplittet zwischen Open Compute und Open Components. Open Components Ja. ist ja momentan ein bisschen, ich hätte das fast gesagt, eingeschlafen, kann das sein? Ja, es gibt halt einfach eigentlich recht wenig. Also klar, es gibt noch ein paar Mods, die man hinzufügen könnte, aber da habe ich jetzt persönlich leider gerade die Zeit nicht dazu. Und es ist, sagen wir mal so, es ist halt stabil. Also es tut, was es soll. Okay. Wenn es irgendwie noch Mods gibt, ich glaube, im Forum hat irgendwer letztens wieder was gepostet, da muss ich nochmal schauen. Also wenn es noch irgendwie Mods gibt, wo Bedarf ist, einfach mal einen Feature-Request machen. Dann kann ich entweder selber schauen oder eventuell Kollegen anpingen, dass er mal wieder guckt, dass man da wieder ein bisschen erweitert. Weil bei Open Components, also einfach mal um eine Liste zu nennen, ne? Also hier sind ja schon einige Kandidaten: Applied Energistics, Buildcraft, Thermal Expansion, zumindest sehe ich hier CoffH. Jo. Nehmen wir an, dass es Thermal Expansion Jo. ist. Ist Okay. es. Dann sehe ich hier des Weiteren noch Dan 200, was für mich für Computercraft spricht. Richtig, das ist das, was genutzt wird. Also wenn man zum Beispiel einen Adapter, also wenn Open Components dabei ist und man Adapter neben irgendwas setzt, was von Computercraft die API implementiert, Okay. dann kann man das Ding auch in der Regel aus Open Computers ausnutzen. Okay. Äh, Aber in der, in der Regel da fällt es. aber nicht alles von Open Peripherals drunter zufällig, oder? Nein, gerade Gut. die Sondersachen von Open Peripherals, die dann Sonderfeatures nutzen aus der API, wie eben das ist dann das Lua-Objekt. Also im Endeffekt, was gemacht wird, ist, dass dann tatsächlich irgendein Java-Objekt nach Lua geschoben wird und man dann da direkt mitarbeiten kann. Das geht in der momentanen Version noch nicht zu emulieren, einfach weil die Daten, die in Lua drin sein müssen, die müssen ja alle speicherbar sein, damit die Computer wieder geladen werden können. Okay. Und das geht in der momentanen Version noch nicht. In 1.3 wird das gehen, zu einem gewissen Grad zumindest. Da muss ich aber noch schauen, wie realistisch es dann ist, die entsprechenden Sachen auch aus Computercraft zu emulieren. Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Muss ich mal schauen. Okay. Aber da fallen halt zum Beispiel so Sachen wie eben die, was sonst die Glasses und was weiß ich was von OpenCourseWorlds, ein paar Sachen fallen da eben rein. Die nutzen eben diese erweiterten Features aus der Computercraft-API, die recht wenige Leute benutzen. Also die Und Brillen, die wollte ich mal immer testen, aber bisher nie zugekommen. Sind lustig, das aber geht halt nicht. das war's dann schon. Ja. Aber zur Not, wir können ja Open Computers mit Computercraft kommunizieren lassen und die Ausgabe über Computercraft machen. Geht. Genau. Kann man machen, ja. Alles. Geht alles. Als weitere Kandidaten hätten wir noch Forestry und IC2 drin in den Open Components, dann Railcraft und T-MechWorks. Da kann ich mir ja gar nichts darunter vorstellen, warum ihr das wie eingebunden habt. Ah, du stellst Fragen. Keine Ahnung. Das ist nur die Drawbridge-Logik irgendwie mit eingebunden. Wahrscheinlich, ja. Also ich sag mal so, Okay. das meiste aus Open Components habe eh nicht ich gemacht, das hat ein Freund von mir gemacht, das war der Lord Judah, genau. Und daher weiß ich auch gar nicht bei allen so genau, was das so tut, aber Man muss nicht alles wissen im Leben, ist ganz klar. richtig. Okay. So ist es. Ja. Eine Frage, die von unserer Community immer wieder kommt: Wo muss ich mich hinwenden, wenn ich ein Problem habe? Wo ist es denn euch am liebsten? Also prinzipiell entweder im Minecraft-Forum oder im Open Computers-Forum. Wenn man es schnell haben will, dann am besten im IRC. Weil auch wenn ich da dann nicht gerade bin, sind in der Regel die anderen, die da sind, hilfsbereit und helfen einem bei Okay. dem Problem. Okay, wunderbar. Das heißt, man bleibt nicht ganz im Regen stehen. Ja. Super. Außer man stellt sich ganz besonders doof an, aber dann könnte es sein, dass man so ein bisschen aufgezogen wird, aber. Aber wo Ja. ist das nicht? So Ja, ist das eben. nicht so, ja. Genau. Du hast schon mehrfach in den letzten 2,5 Folgen erwähnt 1.3. Wir hatten auch schon Ja. einen ungefähren Release-Termin, vielleicht Ende des Monats eine erste Alpha/Beta. Genau. Was können wir denn da noch an Besonderheiten erwarten, vielleicht? Ja, also das Größte wird tatsächlich sein, dass die neue Bearbeitung, also wie man jetzt Roboter im Endeffekt dann baut in Zukunft, eben mit diesem Assembler-Block, wo man dann die Roboter custom zusammenstellen kann mit eigenen Upgrades und anderen Teilen und so Okay. weiter. Und eben, dass das eingebaute ROM wegfällt. Das sind so die großen Änderungen.
Und dann halt noch ein paar neue Blöcke, haben wir ja auch schon erwähnt, den Geolizer und den Disassembler und ein paar neue Items, wie eben die Linked Card, also das mit den von Dimension zu Dimension Networking. Okay. Also was, also ein paar Sachen. Und es wird halt ein paar kleine Breaking Changes geben, deswegen auch 1.3 und nicht eine neue 1.2 irgendwas. Mhm. Sprich, ein paar Sachen werden halt kurz kaputt sein. Dann müssen dann zum einen, also es gibt ein paar Sachen, die Spieler betreffen, ein paar Sachen, die Modder betreffen. Das sind so die großen Sachen. Also wenn es im Detail interessiert, im Open Computers Forum habe ich einen recht langen Post gemacht, wo das alles, was ich momentan so weiß, mal aufgeschrieben habe. Aber wie gesagt, das sind die großen Sachen. Okay. Auf GitHub ist doch auch diese Milestones. Da steht ja auch ein bisschen was. Genau, da weiß ich jetzt aber nicht, ob da alles schon drin ist. Aber ja, ich glaube nicht alles, aber es gibt auch noch als Referenz, richtig. Die, wie das zustande kam und da seht ihr auch, dass ihr da Einfluss nehmen könnt. Ja, da gibt es diverse Diskussionen auch drüber, wie gewisse Features implementiert werden, genau. Also da kann man durchaus auch mal seinen Senf dazu beitragen, wenn man meint, das ist eine ganz blöde Idee, dann kann das durchaus sein, dass ich mich umstimmen lasse. Ja, okay. Jo, Street, du hattest noch eine Frage im Forum schon mal gestellt bezüglich des Schematics-Programms. Ja, das hatten wir ja hier mit der Pyramide schon. Du wolltest aber noch einen Tipp haben, wie man das am besten erstellen kann, das Programm. Also nicht das Programm, sondern... Ja, stimmt. Ich glaube, da hat ja Sanga vorhin schon gesagt, dass es da... also da fehlt noch die Dokumentation, wie man dann das Programm am besten anstellt, richtig? Ja, genau. Also im Endeffekt primär für den Input, also für die Datei, die man reinschiebt. Weil, haben wir ja vorher auch kurz gesehen, wenn man startet, dann ist er ja recht verbos und sagt dann, was er braucht. Mhm. Aber primär für eben das Dateiformat, das von dem, wie es aussehen muss. Das müssen wir noch irgendwo mal schreiben und dann wird es, denke ich, bald irgendwie auf eine Loot-Diskette draufkommen. Und dann kann man es in irgendwelchen Dungeon-Chests finden. Sehr schön, super. Sehr schön. Das gefällt uns ja schon sehr gut. So. Ich habe noch eine Frage, wenn wir Zeit haben. Ja, haben wir. Schon. Dieser Hologramm-Projektor. Ja. Was kann der genau? Stellt der nur einfach so? Ist das ein 3D-Bildschirm sozusagen? Im Endeffekt, genau, der stellt Voxel, also 3D-Pixel, kann man einzeln setzen und die stellt dann da. Also, das heißt, man könnte zum Beispiel ganz visual 3D zeigen, wie voll die sind? Ja, wenn man lustig ist, genau. Ah. Oh mein Gott. Ach, ich sehe schon kommen. Genau. Mein Beileid, Baker. Ich habe Angst. Wir stehen zu dir. Wenn du mal noch ein Bettchen brauchst, ich habe noch eins bei mir stehen. Ja. Alternativ, langsam halt schon manchmal crazy aus. Wir können auch gerne tauschen. Und jetzt müsste natürlich noch die ultimative Frage kommen: Kann man die Hologramm-API noch einbauen, dass man einzelne Elemente davon anklicken kann? Das ist ein interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dreht sich ist das oder schwierig. Ist das. Immer in der das gleichen Position. Das ist eine fixe Position. Na gut, dann. Das Problem ist eigentlich eher zu schauen, wie tief man dann ins Hologramm reinklickt. Genau. Aber ja, ist ein interessanter Punkt. Überlege ich mir mal. Kann man da eigentlich durchgucken? Oder ist denn kann man. Also es ist ein bisschen transparent. Hat das Tier 2, das kommt ja mit 1.3, wenn ich das richtig gelesen habe, hat das eine höhere Auflösung? Nein. Das hat ist nur bunt. Genau, es hat bloß dann statt einer drei Farben. In Farbe. Mhm. Okay. Da kann man dann zum Beispiel nicht nur Berge, sondern auch Wasser und Erze anzeigen. Ja, mit dem Geoanalyser. Richtig. Aber dieser Geoanalyser, der macht doch nur die Dichte, oder? Ja, aber ich meine, wenn man mal sagt, man soll alles, was eine höhere Dichte als, keine Ahnung, 2 hat, farblich markieren, dann sind das in der Regel Erze. Nicht, ob man da also, es ist nicht wirklich dicht, es ist Härte. Also im Endeffekt das, was man für ein Tool braucht, für ein gutes, um es abzuarbeiten. Abzubauen. Also Diamant-Level oder Kupfer-Level oder sowas? Oder ist das. In der Richtung, genau, ja. Genau. Also, kann man es ja ein bisschen unterscheiden. Dann, genau, für den so Härtegrad kannst du theoretisch ja auch den Rektex-Scanner nehmen. Der zeigt dir sogar den Härtegrad des Blockes an. Das wird dann das gleiche sein, genau. Ja, dann kann man das. Oh, okay. Was schöne Sachen, was man damit alles machen kann. Ja. So wie könnte, ja. Könnte. Wie gesagt, ich krieg schon Panik. Ja, wahrscheinlich werden wir sowieso nur einen Bruchteil davon realisieren können. Kennen wir doch von uns nicht anders, oder? Ja, zu viele Ideen, zu wenig Zeit. Genau. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Ja gut, dann müssen wir die Staffel eben 500 Folgen lang machen. Wir sind dann bei 2,5 noch hier auf der Welt.
Okay. Egal. Solange es läuft und läuft. Never touch a running system, sagt man doch so gern. Mhm. Genau, eine interessante Frage. Wie lange wollt ihr denn noch 1.6.4 supporten? Solange es nicht ekelhaft wird. Also noch ist es nicht wirklich ein Problem. Ich mache halt einfach alle Änderungen in 1.6 und merge das dann in 1.7er Branch und mache die paar Änderungen, die es braucht. Was zum Glück in der Regel nicht viel ist. Also daher erstmal undefiniert. Und noch eine ganz interessante Frage, die vielleicht unsere Zuschauer interessieren mag. Mit welchen anderen Mod-Entwicklern hast du denn so Kontakt? Oder ist es einfach so, ich mache mal einen Mod und alle anderen sollen gucken, wie es damit zugeht? Ja, also sagen wir mal so, am öftesten und direktesten Kontakt ist so mit ein paar Leuten so aus der Universal Electricity-Ecke. Mhm. Also in letzter Zeit auch recht viel immer wieder geschrieben mit Klavia, weil die jetzt auch überlegen, dass sie mal anfangen, ihr Zeug so ein bisschen auf Scala umzustellen. Also OpenCompilers ist ja in Scala geschrieben, nicht in Java. Und da sind sie jetzt auch so ein bisschen dabei, sich mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Und da ich da schon halt jetzt ein bisschen Erfahrung mit habe, bin ich dann immer so der Ansprechpartner. Ja, genau. Okay. Der Dumme, der die Fragen beantworten darf. Ja, genau. Ja, das ist ganz, ganz nett immer. Genau, und mal, wenn halt irgendwie ab und zu mal wer im Chat vorbeikommt. Okay. Aber das geht. Jo. So. Ja, also meine Fragen sind echt schon alle so ziemlich durch. Ja. Wie sieht es mit euch aus? Also ich hab auch keine mehr. Alle Fragen soweit beantwortet. Wenn noch welche kommen, dann schreibe ich dich einfach mal an. Wir wissen ja, wo wir dich finden. So, genau, jetzt ist es zu spät. Jetzt wissen wir, wo wir dich finden. Ah, sie wissen, wo ich wohne. Wir setzen dir ganz viele neue Milestone. Das freue ich mich. Sehr schön. Ja. Gut. Okay. Jo. Wir kratzen auch schon langsam wieder über 25 Minuten, also wir haben ja schon wieder uns wieder tot gelabert. Dorsch. Ja. Dann auch. Das Ende einläuten. Also. Ding, ding, ding. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Bakerman vorbei oder beim Street Digger. Oder auch mal beim Sanga. Und Mighty Pirates heißt das. Heißt euer genau, Chat. Oder auch zu Mighty Pirates. Mighty Pirates IP ist das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Servus.